Und die Aufzeichnung läuft. Hallo Dino, ich übergebe dir das Wort. Hallo, wunderbar, Dankeschön. So, mein Talk wird ein bisschen die Antithese zu dem Talk davor, bis hin zum Farbschema und der Art der Demo. Und zwar werde ich aus der Sicht, und dann komme ich erstmal ganz kurz zu mir, aus der Sicht eines Entwicklers, eines Application Developers auf diese Dinge gucken und will gerne beleuchten, wie einfach es heutzutage ist, Kubernetes zu benutzen, lokal, für kleinere Sachen, für CI, aber natürlich auch in Produktion. Und wie gesagt, ich komme aus der Entwicklung, bin also nicht aus dem Ops-Bereich, sondern taste mich in dieses Feld hinein seit einiger Zeit, weil es so viel Spaß macht. Habe aber auch ganz viele andere Sachen gemacht, als Product Owner, als Consultant und Architekt. Und bin seit 9 Jahren bei der Tarent tätig, tatsächlich auch. Die Tarent, das ist halt ein IT-Dienstleister mit 24 Jahren Erfahrung, mit ganz vielen Kunden, die seht ihr rechts. Ich will jetzt nicht zu lange für die Company aufwenden. Und vielleicht, hoffentlich, werden dann die Videos auch über uns hochgeladen. Genau. So viel dazu, das reicht, denke ich, an der Stelle. Jetzt sind sehr, sehr viele Opsler, sage ich mal, heute hier, vom Gefühl her. Ich habe damit angefangen, dass ich ein paar Schritte zurückgehe, um den Wert von K3S erklären zu können. Will ich auch erstmal erklären, was überhaupt Container-Orchestrierung ist. Ich kann hier auch ein bisschen schneller sein. Vielleicht könnt ihr mir Feedback geben, falls alle hier Opsler sind, ist das vielleicht gar nicht so relevant. Aber ich werde da einmal ein bisschen zu erzählen. Und zwar ist es so, dass wir von Traditional Deployment ja kommen, irgendwo, wo wir einfach Blech hatten, auf dem unsere Programme laufen. Und über die Jahre ist es, eben, hat es sich so entwickelt, dass wir virtuelle Maschinen benutzen, um unsere Applikationen auszuführen. Und jetzt, seit 2013, besonders seitdem Docker populär ist, wird es immer verbreiteter, die Applikationen in Containern auszuliefern, in Images auszuliefern, um sie mit ihren Abhängigkeiten zu paketieren. Schön versioniert, getaggt und alles ist super. Wie gesagt, steigt seit 2013 die Nutzung von den Containern, weil es eben damit so einfach ist, reproduzierbar Software auszuliefern. Und das hat ganz stark mit Docker zu tun, aber es gibt auch mittlerweile verschiedene andere Container-Runtimes wie Containerd oder Podman. Und die Verbreitung von Microservices, die auch ungefähr in der Zeit besonders stark sich verbreitet hat, hat das ganz stark unterstützt. Denn kleine Services freuen sich über kleine Container, die man ausliefern kann. Das Problem bei vielen kleinen Services und vielen kleinen Containern ist aber, dass sie viele sind. Das heißt, wir haben immer mehr Microservices mit immer verschiedenartigeren Technologien, vielleicht auch Polyglot, mehr Tools. Wir müssen das monitoren, wir müssen das tracen, wir müssen das irgendwie automatisieren, wir müssen irgendwie Herr über diese Lage werden. Und da kommt Container-Orchestrierung ins Spiel. Das heißt, man versucht, diese ganzen Container irgendwie zu kontrollieren, zu steuern, zu verwalten. Und dafür gibt es verschiedene Tools von verschiedenen Ausmaß. Das fängt an bei so etwas wie Docker Compose. Vielleicht will man das auch gar nicht Container-Orchestrierung nennen. Das ist ein Tool, mit dem man an einem einzelnen Computer eine Gruppe von Containern starten kann, mit Beziehungen zueinander. Das geht dann etwas komplexer hin zu Docker Swarm, was auch von Docker ist, wirklich, was es erlaubt, auf mehreren Nodes diese Container zu verteilen. Geht weiterhin zu Kubernetes, was wahrscheinlich das allerbeliebteste Container-Orchestrierungstool momentan ist und das weit verbreitetste. Und geht dann auch zu so Sachen hin wie Apache Mesos, die dann auch nicht nur Container orchestrieren können, sondern auch ganze Computer und Cluster und alles. Damit habe ich aber nicht so viel Erfahrung. Also man hatte eine ganze Fülle an Tools und mein Problem als Entwickler, also wirklich als jemand, der Application Developer hauptsächlich ist, war immer, dass also ich habe Kubernetes auch immer benutzt als Entwickler, aber ich habe immer Docker Swarm sehr, sehr gemocht, weil Docker Swarm so einfach zu benutzen war, auch egal, wo man war, auf einem einzelnen Computer, auf ein paar wenigen Servern. Und ich habe meine privaten Sachen auch immer oder kleinere Projekte immer mit Docker Swarm gemacht, auch bei der Arbeit. Und aber es ist nicht, man kann es nicht bestreiten, dass Kubernetes eigentlich jetzt einfach da der Platzhirsch ist und einfach der Standard
Und leider muss man sagen, also aus meiner Sicht leider, hat Docker Swarm nicht mehr so die Chancen im Vergleich zu Kubernetes. Nun, Kubernetes löst verschiedene Probleme, die man bei der Orchestrierung hat. Also, dass man seine Services findet, dass die Ressourcen sinnvoll verwaltet werden, dass man einfach Rollouts machen kann, was lange, also dass man Rollouts machen kann, Deployments machen kann, was lange bei Docker Swarm ein bisschen ein Problem war. Dass man Selbstteilung hat, Konfigurationsmanagement für Container. Das bringt Kubernetes alles mit und ist sehr weit verbreitet, ist breitflächig genutzt und der de facto, viele sagen Industriestandard, aber das bevorzugte Tool heutzutage. Und das kommt von Google. Ursprünglich hatte Google ein eigenes Orchestrierungstool intern, das hieß Borg. Man sieht auch hier ein Borg. Und das hatte verschiedene Konzepte wie Pods, Services, Labels oder IPs pro Pod, was Konzepte sind, die übernommen wurden nach Kubernetes. Und das kann man auch im 2015 im Kubernetes-Blog kann man das nachlesen, wie der Vorläufer Borg eben Kubernetes beeinflusst hat. Viele dieser Konzepte benutzen wir bis heute. Um zu verstehen, warum K3S jetzt so toll ist, hilft es zu verstehen, woraus ein Kubernetes eigentlich besteht. Also ein Kubernetes besteht aus, ich sag mal ganz grob, ich vereinfache das alles jetzt, aus zwei Komponenten. Einmal einer verwaltenden Komponente, dem Control Plane, und einmal einer ausführenden Komponente, den Nodes. Was ich ausblenden werde, ist die Anbindung an die Cloud Provider APIs jetzt. Diese Zweiteilung bei einem Kubernetes ist dafür da, um Objekte im Kubernetes-Kontext zu verwalten, auszuführen. Diese Objekte sind ganz konkret im Kern, sind das Pods. Pods sind, ich sag mal, kleine, also das heißt Kapseln, die Container enthalten, Volumes enthalten, alles, was ich brauche für meine App an der Stelle und die eine IP-Adresse zugewiesen bekommen. Und auf so einem Node können mehrere Pods laufen, die können dann miteinander kommunizieren. Und das ist einmal sozusagen die Einheit, in der meine Container verwaltet werden auf einem Node. Kubernetes macht das, indem es einen Control Plane gibt und der verwaltet den Kubernetes Cluster. Das heißt, wenn man Änderungen am Cluster oder in den Pods hat, werden diese Pläne an das Control Plane kommuniziert. Und dieser Zustand, das haben wir vorhin ganz viel gehört, wird deklarativ beschrieben. Vielleicht nicht so ganz deklarativ wie bei GitOps, aber der wird trotzdem deklarativ in YAML beschrieben und das Control Plane versucht, diesen Zustand herzustellen und sicherzustellen. Dazu benutzt das Control Plane verschiedene Komponenten, aus denen ein Kubernetes besteht. Und die sind einzeln ausführbar, spielen miteinander und können auch einzeln skalieren. Im Kern, die Komponente, mit der wir am meisten reden, ist der Kube API-Server und die Kommunikation mit so einem Kubernetes Control Plane für mich als Benutzer oder als CI-System oder so etwas erfolgt über diesen API-Server und ist eigentlich eine REST-API. Konkret benutzt man da kubectl oder kubectl, wie man das auch nennen will, häufig, um damit zu kommunizieren. Und der kommuniziert dann mit den anderen Control Plane-Komponenten, um die Sachen, die ich ihm sage, also konkret zum Beispiel eine deklarative Datei, um die umzusetzen. Die ganzen Metadaten dazu speichert Kubernetes in einem Store. Typischerweise ist das etcd, kann aber auch eine externe Postgres-Datenbank sein oder verschiedene andere Lösungen. Kubernetes gibt mir also nicht immer nur eine Technologie oder Lösung vor, die ich für diese Komponenten benutzen kann, sondern es gibt verschiedene Optionen, die ich habe. Etcd ist hier der Standard. Und das weitest verbreitete basiert auf dem RAF-Konsensprotokoll und ermöglicht mir sozusagen dadurch hochverfügbar zu sein, weil ich ausfallsicher den Cluster betreiben kann. Konkret bei RAF-Konsensprotokoll bedeutet das, dass ich n durch 2 plus 1 Knoten nun live haben muss, damit das weiterhin funktioniert. Konkret also bei 3 Knoten kann einer ausfallen. Bei 5 Knoten können 2 ausfallen, aber das ist immer gut im Hinterkopf zu wissen. Theoretisch können bei 4 Knoten auch nur einer ausfallen. Ich habe es aber nie getestet, ob das wirklich so ist. Vielleicht kann da einer kommentieren, falls man das mal miterlebt hat.
Der API-Server, der Kube API-Server kommuniziert, wenn es neue Pods gibt, wenn er neue Pods kriegt, erstellt er die, und es gibt den Kube Scheduler, der dafür verantwortlich ist, diese Pods Nodes zuzuweisen. Das macht er mit verschiedenen Kriterien, Ressourcen, Affinitäten, die kann ich konfigurieren, wenn ich will, dass manche Sachen auf manchen Nodes ausgeführt werden, oder Hardware-Richtlinien, was die Nodes können und so weiter und so fort. Das heißt, diese Komponente überwacht konstant den Zustand und überwacht konstant, welche Pods da sind, und sorgt dafür, dass die an die Nodes kommen. Auch wieder eine einzelne Komponente, die einzeln skalierbar ist. Und das Gleiche gilt für den Kube Controller Manager, der Controller ausführt. Und Controller sind dafür zuständig, Objekte oder Ressourcen in Kubernetes zu verwalten. Und damit kann man auch eben, wenn man neue Ressourcentypen hat, gibt es dann häufig Controller, die verwalten, und die überwachen den Clusterzustand und versuchen für die Objekte, für die sie zuständig sind, den Zustand sicher herzustellen. So, das Wichtige ist, was ich kommunizieren will, ist, Kubernetes besteht aus verschiedenen Komponenten, die miteinander zusammenspielen, die auch austauschbar sind durch verschiedene Technologien teilweise und die verschieden skaliert werden können. Das macht Kubernetes extrem flexibel, extrem gut skalierbar und aber auch relativ komplex. Vor allem für jemanden, der wie ich aus dem Application Development kommt und doch verdammt nochmal einfach nur mal ein Kubernetes jetzt gerade hier haben will. Auf der Seite der Worker Nodes oder Nodes ist es ein bisschen einfacher. Da haben wir hauptsächlich zwei Komponenten, die die Arbeit erledigen. Diese Nodes führen die eigentlichen Applikationen aus. Die Pods laufen auf ihnen oder die ganzen Dinge laufen auf ihnen. Und ein Server kann sowohl Teile vom Control Plane als auch also wirklich ein physischer Hardware-Server, ein VM, kann sowohl Teile vom Control Plane oder das Control Plane irgendwie laufen lassen, als auch ein Node sein. Und so ein Node besteht aus zwei Sachen. Das eine ist das Kubelet. Das ist die Applikation, die Container in Pods ausführt. Der interessiert sich aber nur für Container im Kubernetes-Kontext. Das heißt, wenn ich mit Docker jetzt irgendwas noch ausführe, ist denen das egal. Und der versucht, den beschriebenen Zustand einer Pod-Definition, das sehen wir gleich, wie so ein Ding aussieht, versucht der auf einem Node eben sicherzustellen. Und die andere Komponente, weswegen Kubernetes auch so leicht zu benutzen ist als Entwickler, ist der Kube-Proxy. Der sorgt dafür, dass die Netzwerkregeln von Kubernetes auf dem Host angewendet werden, dass es mit dem Netzwerk klappt. Mit einem Add-on gibt es dann auch DNS, sodass ich als Entwickler einfach den Service-Namen oder so eingeben kann, und dann können meine Services miteinander kommunizieren. Alles ist schön einfach. Am Ende als Entwickler, oder das macht dann eine CI am besten und ich nicht von Hand, schreibe ich einfach ein bisschen YAML. Da steht dann in diesem Beispiel für mein Webserver Nginx ein Template für einen Pod. Sieht man da rot umkreist. Dann definiere ich ein Deployment, vielleicht wie viele Replikas, also was für eine Skalierung ich von meiner Applikation will. Sag mit dem kubectl apply und der Datei, dem kube API Server, bitte sorg jetzt dafür. Und dann passiert das alles. Als Application Developer super toll, nimmt mir ganz, ganz viele Kopfschmerzen ab, und ich bin trotzdem irgendwie gefühlt näher am Betrieb dran als vorher. Als vorher dieses über den Zaun schmeißen. Das heißt, ganz viele tolle Vorteile. Das Problem dabei ist aber, dass diese ganzen Komponenten, die ich gerade gezeigt habe, für Kubernetes so flexibel machen, es gleichzeitig auch durchaus komplex machen, besonders für Einsteiger oder für Leute, die hauptsächlich Application Developer sind. Jetzt kommt da K3S ins Spiel. K3S, und der Name, der steht für nichts Besonderes. Der steht hauptsächlich dafür, dass Kubernetes K8S besteht aus 10 Buchstaben. Das bedeutet, dass K 8 Buchstaben S, und sie wollten halb so groß sein. Also würde das bedeuten, dass das K 3 Buchstaben S ist, also K3S. Das bedeutet der Name. K3S ist im Vergleich zu Kubernetes, was aus vielen verschiedenen Komponenten besteht, besteht das aus einem Binary. Also es besteht trotzdem aus den Komponenten, aber die sind alle in einer ausführbaren Datei. Da das in Go programmiert ist, in der Programmiersprache Go, kann das zusammen kompiliert werden in einem Binary. Und
Es enthält sowohl die Komponenten von dem Control Plane als auch diese Worker Node oder Node Komponenten und kann dann in einen Server oder in einen Agent Modus versetzt werden, um diese Rollen auszufüllen mit einem Binary. Gleichzeitig ist das Ziel, eine kleinere Dateigröße und einen kleineren Footprint zu haben, um auch zum Beispiel, was häufig gesehen wird, auf Raspberries oder auf kleineren Geräten ausgeführt werden zu können und sparsamer zu sein. Das wird erreicht dadurch, dass man teilweise andere Komponenten benutzt. Da will ich nicht ganz im Detail darauf eingehen. Da gibt es eine Liste, wenn man auf k3s.io geht, unten links, da sieht man auch die Seite, gibt es eine Auflistung. Aber zum Beispiel wird statt Nginx für Ingresse wird dann Traffic benutzt und defaultmäßig wird Containerd als Runtime benutzt für die Container, wobei man da auch Docker benutzen kann, und man kann auch andere Sachen austauschen. Was interessant ist, ist, dass im Gegensatz zu einem Standard Kubernetes jetzt ein paar Sachen einfach schon mit dabei sind. Zum Beispiel ist DNS einfach von Anfang an mit dabei und ich muss einfach nichts machen. Das funktioniert. Also ich sage es mal so stumpf, aus meiner Sicht, das funktioniert einfach. Das ist trotzdem ein vollwertiges Kubernetes, was die Spezifikation erfüllt, meine Deployment-YAMLs ausführen kann. Und gleichzeitig hat das aber sehr einfache Defaults, die es mir ermöglichen, sehr schnell in eine produktive Umgebung zu gehen und auch relativ sichere Standardeinstellungen hat. Also beispielsweise werden zwischen mehreren Nodes automatisch Zertifikate erzeugt, um eine sichere Kommunikation zu haben. Das heißt, ich muss mir da gar nicht so viele Gedanken drum machen. Macht das für mich als Einsteiger in Kubernetes oder als jemand, der nicht so viel die Betriebsbrille auf hat, sehr, sehr einfach. Und das schafft K3S eben dadurch, dass es all diese Sachen, die wir gerade gesehen haben, innerhalb des einen Binaries hat. Und je nach Modus, wir haben jetzt hier den K3S Server, da sehen wir dann, dass im Prozess läuft dann der API Server. Und der Controller Manager und der Scheduler laufen alle ineinander in diesem Prozess. Und defaultmäßig, wenn man das nur mit einem Node betreibt, dann benutzt er da auch SQLite als Persistenz, sodass das alles ganz simpel, ganz leichtgewichtig ist, und ganz einfach. Und Agents können dann sich dann mit diesem Server verbinden und genau und bilden dann ein Kubernetes ab mit einem Control Plane und eben Worker Nodes. Aber genau, als Nutzer kann dann eben mit diesem Server-Node reden, mit kubectl ganz normal, auch meinem üblichen Toolset, auch DCI und eigentlich alles so machen mit meiner Applikation, was ich sonst auch tun würde. Was jetzt eine längere Zeit ein bisschen komplexer war bei K3S, war es High Availability zu machen. Also es war nicht super komplex, aber es hatte ein paar Unterschiede und vor allem war ganz lange ein mitgelieferter etcd, welchen ich für Multi-Master oder High-Availability-Konfiguration benutzen konnte, war nicht stable. Das ist aber seit ein paar Monaten so und man hat jetzt ein etcd und kann sehr, sehr einfach so welche Konfigurationen, wie hier zu sehen sind, sehr, sehr einfach aufziehen. Und das werde ich in meiner Demo gleich konkret auch zeigen. Wie ich das machen werde, und bin jetzt durch ein bisschen durch die Erklärung natürlich gehuscht, weil viele Leute das hier kennen. Aber diese Tools kennen, glaube ich, noch nicht so viele Leute. Ich werde sehr spezifisch darauf eingehen, wie man mit dem Toolset, was jetzt um das K3S-Ökosystem entstanden ist, extrem einfach innerhalb von Minuten High-Availability-Cluster aufziehen kann. Und ganz konkret, so wie ich das jetzt gezeigt habe, mit ein bisschen mehr Magie für SSL und so, läuft mein persönlicher Homepage-Cluster seit einem halben Jahr oder so etwas, ohne dass ich irgendwie auch was machen musste. Sogar mit Auto-Update und so. Es gibt eine Person oder eine Organisation, die besonders viel für dieses Tooling macht. Nämlich möchte ich hervorheben Alex Ellis, der ist von OpenFast. Das ist Open Function as a Service, heißt das, glaube ich. Das ist so, das soll ermöglichen, Stateless Function as a Service auf Kubernetes ganz einfach ausführen zu können. Und der entwickelt diverse Tools, die das Leben einfacher machen können, wenn man in diesem Cloud-Umfeld unterwegs ist. Eins davon ist Arcade oder Arcade, ich weiß nicht. Welches ein Single Binary, wieder Single Binary Installer ist für Apps und auch Helm Charts in Kubernetes
Und das andere Tool ist Ketchup, K3SUP, aber es soll Ketchup ausgesprochen werden, welches auf Remote-Servern K3S Server und Agent installieren kann, auch wieder ein Single Binary, und das kann die auch dann updaten. Und das werden wir jetzt benutzen in einer Live-Demo, um drei K3S-Nodes aufzuziehen und darauf eine Applikation hochverfügbar zu deployen. Umso länger die Demo geht, umso riskanter wird es, weil ich werde auch am Ende eine VM einfach abschießen und dann zeigen, dass auch alles weiterhin funktioniert und High Availability auch wirklich funktioniert. Und dann am Ende Profit, unsere App läuft und wir haben ein High Availability Cluster. So, jetzt im Schnelldurchlauf, damit wir genug Zeit haben, kommen wir jetzt zur Demo. Und da drückt alle die Daumen, dass das Netzwerk von VirtualBox wieder mitspielt. Neue Freigabe. Ich muss einmal kurz wechseln. So. Ihr solltet jetzt ein Ubuntu sehen. Wenn das so ist, bestätigt bitte kurz jemand. Ja, ich sehe Daumen. Wunderbar. Auch die gesamte Farbgebung ist die Antithese, habe ich schon gesagt. Ich habe jetzt extra ein weißes Terminal gewählt, weil das besser bei Off-Streams funktioniert. Aber falls das jemanden ganz schlimm stört, ich kann das auch gerne umstellen. So, okay. Also was machen wir zuerst? Das Erste, was wir machen wollen, ist, ich will einmal zeigen, wie K3S für sich funktioniert. Ich habe auch noch, glaube ich, genug Zeit. Super. Erstmal installieren wir K3S auf diesem Knoten, so wie er ist. Das würde ich machen, wenn ich lokale Entwicklung machen will. Das heißt, wenn ich meine Deployment-YAMLs zum Beispiel auf einem lokalen Kubernetes testen will. Dazu kann man einfach von K3S gibt es ein Shell-Script, das kann man ausführen und sich holen und das installiert für ein lokal K3S. Ich führe das einmal aus. Was man sieht, ist, dass der sich das jetzt holt, der downloadet das Binary, okay, erstellt Sachen, startet K3S. Wir warten. Okay, cool. Das war es tatsächlich erstmal schon, ne? Wenn wir jetzt einmal gucken. Wir machen jetzt einmal kubectl. Das ist auch ein K3S mit drin. Das heißt, ich muss kubectl nicht mehr installieren. Ich führe das einmal aus und wir sehen, cool, ich habe hier einen Node, der ist Control Plane Master, läuft, ist gestartet. Ich hatte ihn vorher nicht installiert. Super. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Kubernetes schon laufen. Das ist einfacher als Docker Swarm jemals war, meiner Meinung nach. Also das ist... Damit ist Kubernetes jetzt endlich für mich der absolute Docker-Swarm-Ersatz, auch lokal. Was wir jetzt machen wollen, ist einmal eine Applikation darauf zu deployen. Das heißt, was ich vorbereitet habe, ist, ich habe ein Deployment-YAML geschrieben, wo wir einfach ein bisschen, das ist einfach ein Nginx, ein Deployment von einem Nginx mit einem Service und einem Ingress. Ich hätte jetzt auch einen Nodeport nehmen können oder sonst was. Aber mir geht es hauptsächlich darum, dass ich ein Nginx habe, um eine Hello World-Applikation zu haben. Der wird mit zwei Replikas ausgeführt werden und das war's. Und das will ich jetzt ausführen, applyen. Und das mache ich, wie gerade auch schon gezeigt, wie man das halt auch immer macht, mit einem kubectl. Dadurch, dass ich das K3S kubectl benutze, weiß der auch automatisch den Kontext von seinem K3S und führt das aus, wurde created. Gucken wir uns mal die Pods an. Kubectl get pods. Okay, Container creating, wir warten jetzt. Running, super, ist gestartet. So, jetzt gucke ich einmal nur kurz die IP von meinem Rechner an, weil der kann Localhost an der Stelle nicht auflösen. Und genau, das sollte es sein. Und wenn alles gut läuft, haben wir jetzt innerhalb von den, glaube ich, drei Shell-Befehlen ein funktionierendes Kubernetes und ja, Nginx läuft. Coole Sache. Das heißt, wir haben jetzt innerhalb von, keine Ahnung, das waren eine Zeile zum Installieren und eine Zeile zum Applyen des Deployments, haben wir ein lokales Kubernetes, auf dem wir Sachen ausführen können, kein Problem. Alles ist damit dabei. Aber das ist jetzt nur auf einem Computer. Das ist jetzt hier auf meiner VM.
aber vielleicht will ich ja auch, entweder für mein CI will ich vielleicht testen, wie High Availability funktioniert, ein bisschen Chaos Engineering machen, was wegreißen, und das kann ich jetzt mit einem Knoten nicht machen. Das heißt, was ich dafür machen will, und jetzt kommen wir zu den Tools, die ich gerade gesagt habe, ist, ich möchte gerne Cluster machen von VMs, beziehungsweise auf VMs, oder es könnten auch Raspberry Pis sein, das könnten sogar Container sein mit einem Docker Compose oder so, das gibt es wohl auch, in denen ich K3S installierte und zu einem hochverfügbaren Cluster mache. Das ist das Nächste, was wir angehen. Einmal sauber machen. Und wieder, das gesamte Ökosystem basiert auf Einfachheit, in dem Sinne, dass ich immer ein einzelnes Binary habe, was möglichst viel für mich machen kann. Das Gleiche gilt auch für das Tool Arcade. Das kann ich auch wieder so ausführen. Natürlich, man sollte prüfen, was man da ausführt. Ne? Das mache ich jetzt natürlich für die Demo. Man sollte aber immer, bevor man diese Sachen Einzeile ausführt, sich die angucken. Habe ich aber gemacht und es für gut befunden. Und das führe ich jetzt in der gleichen Art und Weise aus. Der downloadet das jetzt. Hoffentlich ist die GitHub nicht down oder so etwas. Das wäre jetzt ganz schlecht. Ja, mit Docker Desktop kann man Kubernetes installieren lassen. Das stimmt auch. Auf Linux aber nicht. Genau. So, der downloadet das jetzt. Oh. Das sieht aus, als hätte GitHub Probleme. Wir brechen das einmal ab. Genau, so, super. Es hat jetzt geklappt. Das heißt, wir gucken mal, Arcade. Wir haben jetzt ein Programm, welches diverse Sachen kann. Das ist Arcade. Get Kubernetes Apps the easy way. Und das ermöglicht mir und aber auch Skripten, Programme und Helmcharts zu kriegen, die ich üblicherweise so brauche. Das ist über die Betriebssysteme hinweg. Ich habe es auf Mac benutzt, ich habe es auf Linux benutzt, ich habe es noch nicht auf Windows benutzt, soll aber auch gehen. Und was ich damit machen kann, ist, dass ich Tools runterladen kann, ist, dass ich Helmcharts runterladen und installieren kann. Wir werden es dafür benutzen, um Ketchup zu kriegen. Aber man kann auch Kubectl runterladen und auch andere Tools. Ich werde mir jetzt erstmal Ketchup runterladen, um damit dann um damit dann meine Server aufzuziehen. Das heißt Arcade get Ketchup. Okay. Heute ein bisschen langsam. Und ich installiere das Ketchup. Der gibt dann auch immer schöne Anleitungen mit, wie man das anschließend installieren kann. Der verschiebt dann einfach das Binary. Und jetzt habe ich K3S ab. Cool, auch wieder nur eine Zeile. Und ich habe jetzt ein Tool, welches dafür da ist, K3S auf Servern mit SSH zu installieren. Wie ein guter Fernsehkoch habe ich aber eine Sache vorbereitet. Ich habe auf meinen VMs meine SSH-Schlüssel hinterlegt, damit ich diese Installation so einfach machen kann. Ketchup hat ein Manko, was aber absichtlich ist. Man kann nicht Passwörter eingeben, SSH-Passwörter. Also der hat keine TTY in dem Sinne. Aber normalerweise sollte man eh über seine SSH-Schlüssel dort kommunizieren. Und wir können jetzt schon anfangen. Wir haben alles, um ein High-Availability-Kubernetes-Cluster aufzuziehen. Wir fangen mal an. Erstmal werde ich auf meinem ersten Node einen Server installieren. Das funktioniert so, dass ich Ketchup install. Ich gebe dem eine IP, einen User, mit dem er das machen soll. In dem Fall habe ich jetzt Root genommen, macht gerade alles einfacher. Und ich sage dem, ich will im Cluster-Modus starten. Das sagt ihm, dass der einen etcd benutzen soll und dass andere joinen können. Wenn ich das Cluster nicht benutze, würde der, glaube ich, eine SQLite-Datenbank benutzen. Wir machen das. Also das ist jetzt auf dem anderen Server. Er downloadet das, installiert es, startet es.
Warten, wenn er es gestartet hat, kriege ich eine Kube-Config, die ich benutzen kann. Und jetzt kriege ich auch schon gesagt, womit ich meinen Cluster testen kann. Das heißt, ich habe hier eine Kube-Config und Befehle für kubectl, um meine Config zu setzen. Ich muss nur gucken, habe ich kubectl installiert? Ja, habe ich. Super. Das heißt, ich kann diese Sachen jetzt einmal hier ausführen und habe dann Zugriff auf meinen Cluster. So, was wir sehen, ich mache mal kubectl get node, nodes, get pods, nee, get nodes. Wir sehen, ich habe jetzt hier einen Node, Node 1. Okay, das heißt, mein Remote Node ist gestartet. Ja, genau, die 1.5 ist der Master Server, aber die anderen werden auch Master Server sein. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Server, der auf dem Kubernetes läuft. Das ist jetzt das gleiche wie vorhin, nur auf eine anderen Kiste. Das hat mich jetzt noch nicht weitergebracht. Was wir wollen, ist, wir wollen mehrere Master haben oder mehrere Server haben, die alle Master sind, sodass wir eine Ausfallsicherheit haben können. Das können wir machen mit, oh, ich mache mal das Fenster ein bisschen breiter. Hoffentlich stürzt die VM nicht ab. Super. Das können wir machen, indem wir den Befehl join benutzen. Das heißt, mit catchup join, der IP, dem User und dem User und der IP von dem Server, den ich joinen will, kann ich diesen Server zum Cluster hinzufügen und K3S installieren. Alles auf einmal. Ich mache das. Der geht auf den anderen Server per SSH, lädt K3S runter, startet es. Das dauert immer ein kleines bisschen, aber diese Server haben jetzt zum Beispiel nur einen CPU-Core und 1 GB RAM, glaube ich, oder weniger. Eine Sekunde. Ein Schwank aus der Jugend soll man erzählen, habe ich gehört. Genau, startet K3S. Okay, ist gestartet. Wir holen uns mal die Nodes. Der zweite Node ist da, noch nicht ready. Warten noch eine Sekunde. Dauert kurz. Ready. Okay. Ich habe jetzt hier zwei Nodes, die beide die Rolle Master haben mit etcd. In jeweils einer Zeile. Und jetzt, Hochverfügbarkeit hast du ja immer dreimal. Ne? Deswegen fügen wir noch einen dritten hinzu und dann spielen wir ein bisschen damit. So, kopieren wir mal. Wieder Catch-up Join, IP von dem dritten Server mit einem User und wieder welchen Server, ein Server, den er joinen kann. Führen wir mal aus. Passiert das Gleiche. Und das war auch meine Erfahrung, als ich das erste Mal mit K3S gearbeitet habe. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass Kubernetes für jeden einfach ist. Punkt. Keine Kompromisse. Und wenn man jetzt die Kritik irgendwann mal hört, Kubernetes ist so kompliziert oder komplex oder sonst was. Klar, das ist ein Haufen Code, ein großes Projekt, aber die Benutzung ist nicht mehr, also für niemanden kompliziert. Das heißt, gerne einfach mal auf K3S zeigen, wenn man dieses Argument hört. So, der downloadet das gerade. Oh, hoffentlich. Heute gibt es Probleme mit Downloads scheinbar. Jetzt breche ich das gleich ab. Könnte man das Git-Repo, wo der Download auch lokal spiegeln und umbiegen? Du meinst, ja, also, naja, du kannst jetzt das GitHub-Repo nicht übernehmen. Oder was meinst du? Nee, einfach, dass ich mir einen lokalen Spiegel baue, wo das dann intern läuft. Ach so, klar, ich sehe nicht, warum nicht. Dann müsste ich irgendwo die Skripte, die auf die, wo die URLs hinterlegt sind, die er da runterlädt oder sich verbindet, dann umbiegen. Genau, also bei Arcade kann man noch eigene Plugins und so bauen, bei Ketchup meine ich, glaube ich. Aber das K3S, das ist nur ein Binary. Ne? Das K3S kannst du dir einfach auch runterladen und irgendwo hin tun, theoretisch. Okay, ich breche das mal ab und hoffe,
Das erneute Ausführen, das klappt. Okay. Das sollte besser aussehen. Vorführeffekt. Irgendwas mit dem Netzwerk bei den VMs. Warten wir einmal kurz. Das wäre natürlich jetzt doof, wenn das nicht geht. Ja, danke VirtualBox. Wir geben dem noch 5 Sekunden, aber ansonsten arbeiten wir mit den 2 Knoten an der Stelle. Dann kann ich vielleicht die Hochverfügbarkeit nicht so zeigen. Das werden wir gleich sehen. Ist denn die VM noch da? Mhm. Sieht so aus. Okay. Ein letztes Mal und ansonsten ignorieren wir das. Wieso unbedingt beim 3. Knoten? Na gut. Na gut, dann arbeiten wir mit 2 Knoten. Ich sage ja, es wird gegen Ende hin riskanter. Gucken wir mal die Notes. Wir haben jetzt 2 Knoten. Und wir deployen jetzt einfach mal unsere Applikation auf diesen beiden Knoten. Das gleiche wie vorhin. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Cluster laufen mit mehreren Knoten. Und ich apply jetzt einfach mal die YAML. Created, okay, super. Okay, ready, Container creating. Ich habe 2 Pods. Super Sache. Running, cool. Dann nehmen wir jetzt einfach mal eine der IPs und gucken, ob wir auf den Server kommen. Ob unser Hello World läuft. Nein, großartig, weil der dritte Server da nicht dazugekommen ist. Oder ist das der? Ach so, nee. Sorry, das war die IP von dem Server, der gerade nicht installieren konnte. Das heißt, wir haben jetzt unsere Applikation und die läuft auf dem Cluster mit mehreren Knoten. Habe ich jetzt nicht getestet. Wir gucken mal, was passiert, wenn ich den 2. Knoten wegmache. Bei dem 3. Knoten wäre das jetzt einfach standardmäßig, hätte das weiter funktioniert. Wir haben jetzt aber, hätte VirtualBox mitgespielt, hätten wir jetzt ein HA-Cluster und könnten damit rumspielen. Ich ziehe dem mal die Füße weg unter dem ein und fahre ihn dann wieder hoch, um mal zu gucken, was passiert. Das heißt, ich werde den einen Node jetzt runterfahren. Ach, das Zoom-Fenster. So. Okay. So. Fährt runter. Okay, gucken wir mal. Unser Cluster ist an der Stelle down, weil wir n durch 2 plus 1 mit 2, nein, kommt leider nicht hin. Deswegen hätten wir mit 3, hätten wir jetzt einen runtergefahren, hätten wir weiterhin einen Cluster, der funktioniert. Aber wenn ich den jetzt wieder hochfahre, dann wird sich mein Kubernetes automatisch wieder reparieren. Gucken wir mal. Nein. Ach. Ja, genau. So. Mein Server ist wieder hochgefahren und das Kubernetes funktioniert automatisch wieder. Hätte VirtualBox mitgespielt, hätten wir auch die Hochverfügbarkeit zeigen können. Aber was man jetzt damit sieht, ist, ich kann extrem einfach für lokale Entwicklung nicht nur meine Applikation testen, sondern auch nicht funktionale Anforderungen testen. Das heißt, als Application Developer kann ich das jetzt im allerersten Schritt, selbst wenn ich nicht K3S benutze für meine Produktion, kann ich K3S benutzen, um Chaos Engineering zu betreiben, beispielsweise zu gucken, wie reagiert meine Applikation, wenn ich einen Knoten wegziehe. Ist sie wirklich stateless?
was passiert mit den Pods. Und das alleine ist schon mal extrem wertvoll. Wenn man hohe Betriebskosten hat, basierend auf seinem Kubernetes Cluster, kann einem K3S auch helfen. Denn K3S ist im Vergleich wesentlich ressourcensparsamer und hat, wie gesagt, schon viele Komponenten mit dabei. Das heißt, es ist sehr gut geeignet für eine CI auch. Wenn ich vielleicht Kosten sparen will bei meinen Cloud-Servern, gemanagten Kubernetes-Cloud-Servern, kann ich sehr, sehr einfach eine CI-Umgebung aufziehen mit K3S, um meine Sachen zu testen an der Stelle. Für eine Staging-Umgebung sollte man natürlich möglichst nah an der Produktion sein. Und es gibt mittlerweile auch immer mehr gemanagte K3S-Angebote, die sich für mich von der Benutzung her nicht unterscheiden von dem üblichen Kubernetes. So, 40 Minuten hätte VirtualBox nicht gespielt, wären wir jetzt noch beim dritten gewesen. Gehen wir einmal zurück. Ich zeige einmal, wo man weitere Informationen kriegen kann. Unter k3s.io findet man alle Informationen, die man braucht, auch Anleitungen und weitere Konfigurationsparameter. Und was ich empfehlen kann, ist allgemein die Arbeit von OpenFAS. Das ist, die maintainen auch dieses gesamte Arcade und Catch-up und ermöglichen auch mit sehr, sehr wenig Aufwand serverless unterwegs sein zu können und auf Kubernetes eben, ich glaube, Knative macht das auch, ich habe das noch nicht benutzt, ermöglichen mir einfach Stateless-Funktionen auf meinem Kubernetes ausführen zu können und bauen dafür das ganze Tooling, von dem ich jetzt profitiere. Kannst du den dritten Node nicht neu starten und dann im Screen installieren lassen? Ja, ich kann den gleich mal neu starten, aber bei einer Live-Demo habe ich immer gerne alle Sachen vorbereitet, weil man da gerne aufs Maul fällt. Wir können das einmal noch versuchen. Ich starte mal kurz neu und dann kann man das HA-Setup sehen. Genau. Falls ihr Fragen zwischendurch habt, könnt ihr die gerne stellen, während ich hier den einen Server noch kurz neu starte. So, ausschalten. Ganz einfach K3D. Habe ich noch nicht benutzt. Der ist aber dafür da, um K3S zu verwalten, oder? Nee, um ein Mehrknotencluster ohne VirtualBox auf deiner Workstation zu installieren. Genau, ich habe jetzt gerade Windows laufen. Nee, das ist Linux. Die VM, genau. Die VM, die du siehst, ist, das ist Virtual. Das, was du siehst, ist in der VM gerade. Achso, ich wollte nur sagen, K3D macht dir genau das, was du mit Arcade und K3S abmachst, macht dir K3D auch. Ach, okay. Das macht es dann halt, nimmt, wie gesagt, sind die drei Tools, K3S, K3C und K3D. Mhm. Die machen das, also ist ideal für, wenn man für, es geht mit Bro und so, kann man alles wunderbar installieren für Local Development. Okay, super. Ich habe bisher sozusagen die Route mit Arcade und Ketchup benutzt. Das gucke ich mir auf jeden Fall auch noch an. Super. Genau, so, der dritte Server startet jetzt gerade. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir joinen können. Okay, er ist da. Downloading. Ich habe es fünfmal versucht vor dem Talk. Und da muss mich VirtualBox fallen lassen. Welchen Ingress kannst du innerhalb von K3S denn für ein Bare Metal Deployment empfehlen? Hast du viel Erfahrung mit MetalAB? Nee, habe ich nicht. Ich benutze tatsächlich Traffic und bin damit sehr, sehr glücklich. Genau, K3S versus K8S. Kannst du die Frage spezifizieren, was du mit K3S versus K8S meinst? Wir werden heute nicht mehr glücklich, leider mit dem. So, eigentlich nur, welche Kriterien gibt es, wann man K3S einsetzt und wann man K8 einsetzen muss, sollte? Also, was K3S selber sagt, ist, dass man, Moment, ich schwenke kurz wieder auf die Präsentation um. Was K3S selber sagt, ist, dass K3S gut geeignet ist, wenn man hunderte Nodes hat und
Kubernetes geeignet ist, wenn man Tausende hat. Sei mal dahingestellt. Ich habe jetzt nicht mit tausenden Nodes bisher arbeiten dürfen, sage ich mal. Ansonsten empfehle ich für lokal ist K3S super geeignet und vor allem, das ist der wirklich der Sweetspot, den ich sehe, um nicht funktionale Anforderungen mehr testen zu können, auch lokal. Was ich immer noch sehr, sehr schwer finde mit anderen Tools. Okay. Genau, K3S ist ein vollwertiges Kubernetes. Also das ist kein halbes Kubernetes oder so etwas, erfüllt die Spezifikation, ist aber dadurch, dass es ein Binary ist, kleines bisschen weniger flexibel, weil ich die einzelnen Komponenten nicht so skalieren kann an der Stelle, aber entsprechend dafür wesentlich einfacher. Genau. Ursprünglich hatten wir noch einen zweiten Teil, der den Rahmen gesprengt hätte, wie das auch jetzt bestätigt, der K3S und die Komplexitäten, die man hat, wenn man das auf anderen Prozessorarchitekturen benutzt, allgemein Kubernetes, in dem Fall Raspberries, beleuchtet. Und wenn ihr das wollt, das werden wir in naher Zukunft auch auf YouTube stellen. Also könnt ihr, keine Ahnung, mich auf LinkedIn adden, ich nerve dann die Leute. Oder bei YouTube, bei der Trend mal gucken. Da werden wir diesen anderen Talk separat nochmal posten, weil der nicht mehr hier reingepasst hätte mit Registries und Multi-Architecture, Images und so weiter und so fort. Schade, ja, es tut mir leid, leider. Aber jetzt sind wir schon bei 45 Minuten und das wäre leider, das hätte nochmal 45 Minuten wahrscheinlich gebraucht. Genau. Du kannst ja sehr gerne den Link zu dem YouTube-Video dann auch als Kommentar in dem Meetup hinterlegen oder schickst uns den zu und dann können wir den auch nochmal verteilen. Das mache ich auf jeden Fall. Genau. Als Fazit möchte ich da lassen, wenn ihr lokal Kubernetes ausführen wollt, versucht es mal mit K3S und vor allem, wenn ihr auch mal mehr als nur einen Node testen wollt, ist das, glaube ich, die allerbeste Lösung momentan. Für kleine Projekte ist das eine super Lösung. Ich sehe auch nicht, dass das ein Problem ist, das für große Projekte zu benutzen, aber natürlich ist nichts einfacher, als ein Managed Kubernetes Cluster in der Cloud zu bekommen, ne? Aber für alle Stufen davor ist K3S, glaube ich, eine extrem gute Lösung. Und wenn man nicht VirtualBox benutzt, dann auch sehr einfach im HA-Modus zu betreiben. Genau. Vielen Dank. Das war's von mir. Ladet es euch runter, spielt ein bisschen damit rum und give it a try. So viel von mir. Dankeschön. Ja, danke, Dino. Super. Sehr guter Vortrag. Vielen Dank. Ich frage nochmal in die Runde, auch da jetzt wieder Dankesbekundung. Also auch hier ist das, glaube ich, trifft das auf sehr positives Feedback. Nochmal eine Frage in die Runde. Bevor wir die Aufzeichnung beenden, gibt es noch Fragen, die wir jetzt noch mit Aufnahme beantworten können oder die der Dino vielleicht noch beantworten kann? Ansonsten würde ich gleich auch hier wieder die Aufnahme beenden. Ja, Entschuldigung für den dritten Note. Da ist Oracle schuld, nicht ich. Okay, keine weiteren Fragen im Chat zumindest. Dann würde ich die Aufnahme jetzt beenden und wir schauen dann mal, Dino. Ich melde mich bei euch, bei dem Tim. Wahrscheinlich werden die Aufnahmen dann über den YouTube-Kanal von der Tarent dann publik gemacht. Okay, vielen Dank. Okay.